tatsächlich wurde endlich ein Gegenmittel gefunden gegen den Dombivirus. Fuck! Ja! Unter uns ist ein Maulwurf. Ein Maulwurf? Wir haben einen Verräter? Und er wird sicher versuchen, unseren Gefangenen zu befreien. Ach ja, und die Lifte funktionieren nicht mehr. Und ich kriege hier überhaupt nichts mit. Immerhin konnten wir den Lord zurück in sein Geheimversteck bringen. Aber in diesem Zustand? Verflixtes Carbonit. Und Sie haben keine Wachen vor dem Raum des Gefangenen positioniert? Ich habe zur Sicherheit mein gesamtes Sicherheitsteam um diesen Raum versammelt. Nur um zu sehen, wer es ist, der ihn befreit. Ja, lass das Sicherheitsteam vom Gefangenen abziehen. Ja, Herr Doktor. Ich hab ihn. Von dir hätte ich das nie gedacht. Wirklich? Du? Der Maulwurf? Wie heißt du doch gleich? Piefke. Und du hast mich also verraten. Uns alle. Wieso sollte ich? Du hast die Lifte außer Funktion gesetzt. Nein. Du hast den Lord entführt und den Carbonit eingefroren. Ich habe das alles nicht getan. Und wieso befreist du denn gerade den Gefangenen? Tue ich das? Von Anfang an hast du uns infiltriert. Ich schwöre, ich habe keine Ahnung, wie ich hierher kam. Schwebt da hinter dir was in der Luft? Hä? Wäre Fantastrau, aber weiß es nicht genau. Der Dr. Sohn. Wäre Fantastrie, aber nutzt es einfach nie. Und erfindet. Fertig! Im gesamten Muggel sind nun Überwachungskameras angebracht. Dr. Tesson, nur damit ich das richtig verstehe. Wir haben den neuesten Stand der Technik im Muggel. Wir haben Körperscanner, wir haben Infrarotsensoren, wir haben Netzhautantastung. Aber was wir nicht hatten, waren Überwachungskameras. Aber jetzt haben wir Überwachungskameras. Dank meines genialen Genies werden wir nun herausfinden, was hier im Muggel nicht mit rechten Dingen, was hier nicht stimmt im Muggel. Und was stimmt nicht? Ich habe eine unsichtbare Zigarre gesehen, höchstpersönlich, die in der Luft schwebt. Ich möchte herausfinden, was genau das ist. Außerdem verschwinden ständig Mitarbeiter. Ich weiß nicht mal mehr, wer das Muggel steuern soll. Ich habe 7 schon seit mehreren Folgen nicht mehr gesehen. Wer kümmert sich um die Delfinmenschen? Jetzt werden wir es herausfinden, wohin diese Leute alle verschwinden. Und was hier nicht mit rechten Dingen vor sich, was hier nicht stimmt. Ja, Dr. Tessor, haben wir im gesamten Muggel Überwachungskameras? Im gesamten Muggel. Auch beim Loop-Schmied? Auch beim Loop-Schmied, überall. Na gut, dann bin ich ja zuversichtlich, dass Sie das herausfinden werden. Ja. Ich gehe nur Liegestütz machen. Ich werde ganz am Schluss das ganze Material sichten. Ich werde schon herausfinden, was hier vor sich... Tessor auf der Brücke. Danke. Mir fehlt das Personal. Warum machst du das nicht in der Sporthalle? Die Lifte sind doch kaputt. Ach ja. Kriegen wir das Gerät da nicht irgendwie hin? Fühlst du nicht wie? Es wiegt Tonnen. Mich stört das hier im Holo-Hauptlabor. Schwierig. Sehr, sehr schwierig. Sag mal, warum hat der Professor uns in die IT-Abteilung geschickt? Nachdem wir das Muggel mit der neuesten Kameraüberwachung ausgestattet haben, schneiden wir alles mit, was dort passiert. Nur dadurch, dass Piefke jetzt auch noch in Untersuchungshaft gelandet ist, ist keiner mehr in der IT-Abteilung. Und wir wissen nicht, wo die Dateien gespeichert werden. Darum hat der Professor uns beauftragt, die jetzt zu suchen. Es kann doch nicht so schwer sein, Ordner zu finden. Sehe ich aus, als hätte ich Ahnung vom Computer? Ich hab's! Ich weiß, was ich mache! Ich hol mir einen Kaffee! Dr. Tessor an Sportabteilung! Hallo? Dr. Tessor an Sportabteilung! Ist dort jemand? Ratchet?
Herr Dr. Tessor, kann ich Ihnen helfen? Ratchet! Nein, hier ist Victoria, eine Ihrer vielen Assistentinnen. Ah, Victoria, was machst du denn in der Sportabteilung? Sie wissen doch, ich liebe den Sport. Stimmt, sollte ich auch mal wieder machen. Aber meine Gelenke machen ja immer so merkwürdige Geräusche. Sie meinen Knick-Knack? Genau die. Soll ich Ihre Gelenke mal wieder so richtig in Schwung bringen? Das wäre sehr freundlich, Victoria. Ich werde Sie aber hart dran nehmen. Egal, Sport ist Mord. Weißt du, wo Ratchet ist? Sie meinen Ratchet aus der Sportabteilung? Genau diesen Ratchet. Nein, wir vermissen ihn auch schon. Er kommt eigentlich immer genau zum richtigen Zeitpunkt. Kannst du ihm ausrichten, dass er sich bei mir melden soll? Ich werde ihm sowas von ausrichten. Sehr gut. Dann werde ich mal wieder weiter Sport treiben. Mach das, Victoria! Victoria! Ja, Herr Dr. Tessor? Wo hast du denn deinen Kittel gelassen? Ich muss Ihnen was gestehen, Herr Dr. Tessor. Ja, Victoria? Ich trage nie einen Kittel beim Sport. Du sag mal, die Loopschmiede ist doch auch ein Muggel, oder? Selbstverständlich. Warum? Das sieht so aus, als hätte er da Fenster. Das sind die Tag- und Nacht-Simulationsfenster. Hat er doch gestern erfunden. Also haben wir die auch? Selbstverständlich. Wieso machen wir da nicht das Rollo hoch? Tageslicht ist der natürliche Feind des Informatikers. Ich habe ihm doch gesagt, nein, den Stift behält man in der Hand und die Granate wirft man weg. Aber er hat es einfach nicht begreifen können. Jetzt müssen wir schon die Türen selber zumachen. Was ist denn los, dem Muggel? Ja, total nervig. Das Ding will ich jetzt weghaben. Das stört doch im Holo-Hauptgas. Wie soll ich das denn tragen? Das wiegt Tonnen. Runter damit. Sie müssen mir helfen. Ich helfen? Ich? Ich bin der Dr. Tessor. Ich habe meine Gehilfe. Meinen kleinen hirnlosen Gehilfen habe ich natürlich. Hilf ihm. So ein Glück aber auch. Danke. Danke, Gehilfe. Ach, wenn wir dich nicht hätten. Sieht aus ähnlich. Sieht aus wie ein Schokoriegel. Ist es auch. Ja, das gefällt mir. Ich hasse nicht ergonomische Arbeitsplätze. Nicht mal vernünftig sitzen kann man hier. Ja, ich weiß. Herr Dr. Tessor? Ja, Victoria? Ich bin jetzt fertig mit dem Sport und komme gleich. Ah, sehr gut. Es gibt da nur ein Problem. Was denn? Mein Kittel. Was ist mit dem Kittel? Den habe ich wohl verschlampt. Der schöne Kittel. Hallo?
alles wieder sauber. Joaquin, du Joaquin, Roxin, das war dir. Mavodai, Vokul, Mavella, Kessal, wie sind die Tür denn? Kuchen, Kuchen. Hallo? Jetzt habe ich Mehl vergessen. Och nö, süßer Prinz, du. Nusspli, ich wollte Nutella. Ich habe das Gefühl, seit meine Mitarbeiter hier verschwinden, einer nach dem anderen, herrscht hier mehr Klonverkehr. Ach, das kommt ihm nur subjektiv so vor. Und kann nicht einer von euch das Muggel steuern? Das Muggel steuern? Ja. Wissen Sie eigentlich, in welcher verantwortungsvollen Tätigkeit ich bin, ja? Trump ist neuer Präsident der US-amerikanischen Regierung und das bedeutet dafür, dass die Börsenkurse in den Keller gehen werden und die Banken dereguliert werden und die Finanzmärkte werden zusammenbrechen. Mhm. Aber dafür ist das Ergebnis umso geiler geworden. Also ich würde sagen, ich höre... Live sehen können wir ja alles. Ich weiß nur nicht, wo die Dateien gespeichert sind. Das ist die Brücke, das ist die Abstellkammer, der Gefangenentrakt, Zelle 1, Zelle 2, Zelle 3, Zelle 42. Guck mal, da sind wir. Die Lupfschmiede, die Flore. Ist der tot? Das ist Ratchet aus der Sportabteilung. Nein, nicht Ratchet aus der Sportabteilung. Es geht nicht aus. Mein Haarwachstumsmittel war ein absoluter Reinfall. Mein Haarzerstörungsmittel war ein absoluter Erfolg. Er ist einer der wichtigsten und einflussreichsten Wissenschaftler unserer Zeit, der Doktessor. Heute geht es um diesen genialen Mann und die Errungenschaften, die unsere Kultur einzig und... Was ist jetzt los? Wo ist denn irgendwas? Hä? Scrollt er jetzt in die... Was? Stimmt irgendwas nicht mit dem Teil. Na gut, nochmal von vorne. Gut, dann probiere ich das jetzt einfach... Er ist einer der wichtigsten und einflussreichsten Wissenschaftler unserer Zeit. Der Doktor... Was ist denn jetzt los, ey? Und zum Fick. Wo zum Fick ist mein Rechner? Das kann nur einer gewesen sein. So, mein Freund, Ausgangszeit. Ich war es wirklich nicht. Es muss etwas mit dieser schwebenden Zigarre zu tun haben. Das versuchen wir gerade zu überprüfen. Siehst du die Kameras? Vielleicht können die deine Unschuld beweisen. Bekommen bei uns die Gefangenen eigentlich gar keine Handschellen? Ach bitte. Ich bin schon so viele Jahre hier Sicherheitschef im Muggel und solange ich hier bin, wird es keine Handschellen benötigen. Na, ich habe alles so im Griff. Einmal hat einer versucht, die Flucht zu ergreifen. Sonderlich weit gekommen, ist er nicht. Nein, nein. Solange ich hier bin, ist die Sicherheit in Sicherheit. Und was war mit der Dobi-Plage im Muggel? Darüber möchte ich nicht reden. Und was war mit dem Mord an Ratchet aus der IT-Abteilung? Oh, ich vergaß. Sie hat mir Hase angerufen, dass es dieses Wilgas war. Ich habe niemals Hase angerufen und ihm von einem Wilgas erzählt. Ja? Oh, Mr. Trashback, hallo! Wie? Ich soll Ease gefangen nehmen? Er hat ihren Laptop geklaut. Vielleicht war das auch diese Zigarre. Moment mal. Pief, wir beide kennen uns doch schon seit Ewigkeiten, ja? Du hattest nun mal die Fesseln des Gefangenen in der Hand, er saß vor dir ungefesselt, ja? Aber ich würde niemals jemanden festnehmen, ohne dass ich richtige Beweise hätte. Es könnten Unschuldige sein. Mr. Trashback? Ja? Wieso glauben Sie, hat Ease Ihren Laptop geklaut? Weil an die Luftbildaufnahmen eures Roadtrips in Namibia wollte? Das ist ja unerhört, den werde ich mir vornehmen! Ich werde dann mal wieder in meine Zelle gehen.
Top 10 heute mit den 10 schlechtesten Wissenschaftlern aller Zeiten. Nummer 10, Doc Tessor. Nummer 9, Doc Tessor. Wir kommen zur Nummer 8, Doc Tessor. Das kann doch gar nicht sein. Doc Tessor ist einer der größten Genies, der größte Wissenschaftler aller Zeiten, eine Koryphäe. Wir hatten da mein Skript geändert. Tessa, sind Sie's? Ich hab irgendwie beim neuesten Loop ist mir irgendwie, ich weiß nicht, irgendwas stimmt hier nicht. Ist mir sogar mein Adapter mehrmals, als ich ihn eingesteckt habe, ans LAN-Kabel, ist mir mehrmals wieder verschwunden. Und dann, ich weiß, ich bin zu verwirrt. Wenn Sie das jetzt sehen, dann... Sie haben es ja auf Band. Also, das... Ich weiß nicht, was ich tun soll. Muss es an die Dopplerkupplung? Aber Beeilung! Der Kollege Dr. Tessor verlässt sich auf mich! Der Realitätskonverter muss rechtzeitig fertig werden! Das Schicksal der Menschheit hängt davon ab! Konzentration! Konzentration! Solange der Protatronenkern offen ist, darf nichts, auch nicht das kleinste Stäubchen... Was zum... Nicht gut! Das wirft mich jetzt schon ein paar Tage zurück. Jetzt brauche ich erstmal ein Möhrchen. Ich hab sie. Was? Ja, die Dateien. Vom kompletten letzten Jahr. Das sind nicht alle, aber es sind die meisten davon. Wie hast du das denn gemacht? Ich hab das Problem bei Google eingegeben. Komm schnell, ihr müsst es dem Doc Tessor sagen. Agent Tina. Doc Tessor, wir haben die... Was? Den Auftrag ausgeführt. Welchen Auftrag? Wir haben einen Großteil der Dateien wiederherstellen können. Die Videoaufnahmen von meiner Videoüberwachung? Ihr habt sie gefunden? Ja. Heidi Audika, wo sind sie? Unten auf dem Rechner. Ja, dann geht runter, schickt sie mir hoch. Ich guck's mir von der Brücke aus an. Endlich werde ich alles wissen. Hast du das gesehen? Was geschieht hier? Dr. Tessor, ich habe das Störgeräusch rausfiltern können. Oh, ich habe wohl noch eine Aufzeichnung übersehen. Nein, das ist keine Aufzeichnung. Ich rufe Sie gerade live an. Ich kann mich gar nicht daran erinnern, diesen Anruf bekommen zu haben. Weil ich Sie per internem Videoanruf anrufe. Witzig, als würde er mir direkt antworten. Also, Herr Dr. Tessor, falls Sie das jemals irgendwann sehen, ich habe das Störgeräusch besser rausfiltern können. Es ist definitiv eine Stimme. Hören Sie, was sie sagt. Erst der Lord, dann der Doc Tessor und dann die ganze Welt. Haben Sie es gehört? Dieses Lachen am Ende in der Datei, das klingt genau wie...
Ja, ja, ich hab sie gehört. Du musst sie nicht erneut abspielen. Das war ich nicht. Das kam von ihm. Hast du mir gerade geantwortet? Ich glaube, der guckt uns gerade live zu. Hallo ihr Lieben, ich hoffe die neue Dogtester-Folge hat euch gefallen. Wenn dem so ist, lasst doch einen Daumen nach oben da und schreibt mir doch was in die Kommentare. Ich lese alles. Vielen Dank nochmal an die ganzen YouTuber, die mitgemacht haben. Abonniert sie, sie sind es auf jeden Fall wert. Seid gespannt auf die nächste Folge. Bis dann. Rock'n'Roll, euer Knieche. Ich komme zur Hilfe!